Das ist ein Buch von Heinrich Heine. Und da werde ich ein paar Zitate vorspielen für dich. Ich brauche kurz einen Moment, um rauszufinden, welches Gedicht ich dir vorlesen will. Ich würde dir gerne das Gedicht vorlesen an eine Sängerin, weil du früher auch so gern gesungen hast. Das ist in der Seite 113. An eine Sängerin, als sie eine alte Romanze sang. Ich denke noch der Zaubervollen, wie sie zuerst mein Auge sah, wie ich ihr Töne leiblich klanken und heimlich süß im Herzen tranken und entrollten Tränen meinen Wangen. Ich wusste nicht, wie mir geschah. Oh oh. Ein Traum war über mich gekommen. Mir war, als sei noch ein Kind da und säße still beim Lämpchenscheine. So dummes Kind, hey. So ein dummes Kind, hey. So ein dummes Kind, hey. In Mutters frommen Kämmerleine und lese Märchen wunderfeine. Der weinend draußen Nacht und Wind. Der war kalt. Der war kalt. Ey, dann zieht er doch eine Jacke an. Die Märchen fangen an zu leben. Die Ritter steigen aus der Gruft. Bei Ronzes Fall. Da gibt's einen Streifen. Nee, bei Ronzes Fall, da gibt's einen Streiten. Da kommt Herr Roland herzureiten. Viel kühne Degen ihn begleiten. Auch Leiter Ganilon, der Schuft. Du Hundesohn. Ich hab den gerade beschimpfen. Aber das macht er auch in dem Gedicht. Durch den wird Roland schlimm gebettet. Er schwimmt in Blut und atmet kaum. Kaum mochte fern sein Jagdhornzeichen. Sein Jagdhornzeichen. Das ist wahrscheinlich eine Metapher. Das Ort des großen Karls erreichen. Da muss der Ritterschein erbleichen. Erbleichen. Und mit ihm stirbt zugleich sein Traum. Das war ein laut verworrenes Schallen, das wird aus meinen Träumen rief. Der hat geträumt, Vater. Der Junge hat geträumt. Der hat geschlafen und hat geträumt. Verklungen war jetzt die Legende. Die Leute schlungen in die Hände, schlugen in die Hände. Und riefen Bravo, 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 Bravo. Oh, ohne Ende. Die Sängerin verneigt sich tief. Vater, das Lied an die Sängerin gilt dir, weil du hast dich damals menschlich gesehen. Und das habe ich dir schon mal betonend gesagt. Du hast dich, was Singen betrifft, sowas von weiterentwickelt. Bleib dran in deinem Ziel, dass du eine Sängerin wirst. Du hast Potenzial und die nötigen Zitzen in den Stimmbändern. Du hast Zitzen an den Stimmbändern. Du hast Zitzen an den Du hast Zitzen an den Stimmbändern. Du hast eine Zitze. Du hast Bänder. Du hast Zitzen an den Stimmbändern. Du bist ein Stimmband. Ich habe ein Stimmband zu Hause. Deswegen bleib einfach dran, okay?